Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Im Zuge meines Subvotings für den März 2014 sind sozusagen bei der Auswertung zwei Bücher auf Platz 1 gelandet. Und eines davon würde ich euch jetzt gerne rezensieren. Und es handelt sich dabei um Twin Souls, die Verbotene von Kat Tseng oder Zhang, keine Ahnung, wie man das Ganze ausspricht. Und das Ganze ist im CBT Verlag erschienen, hat 442 Seiten und hat 4 Sterne von mir erhalten. Also mir gefällt das Ganze ganz gut. Das ist ein Auftakt einer Trilogie, soweit ich weiß. Das zweite Buch heißt, glaube ich, Die Rebellin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so heißt. Und es gefällt mir auch so gut, dass das zweite Buch tatsächlich schon auf meiner Wunschliste gelandet ist. Ich finde das Cover sehr, sehr interessant. Denn wenn ihr hier seht, dann ist hier dieses Gesicht von vorne drauf. Das sieht man natürlich. Und dann hier ist auch noch die Silhouette eines anderen Gesichts zu sehen. Seht ihr das? Und das ist nämlich das Interessante daran, weil es eigentlich auch das ist, worum es in dem Buch geht. Es geht nämlich um Eva und um Eddie und sie leben beide im gleichen Körper. Sie sind Schwestern und im Kindesalter war es so, dass sie gegenseitig sich immer abgewechselt haben, sozusagen die Kontrolle über ihren Körper zu gewinnen. Es ist aber vorgeschrieben, dass im Kindesalter eine der beiden Seelen dominanter ist und die rezessive Seele sozusagen verschwinden soll. So ist es dann auch bei Eva und bei Eddie gelaufen. Eddie hat die komplette Kontrolle halt eben erlangt und eigentlich ist es so, dass Eva jetzt sozusagen hätte verschwinden müssen. Es ist bei ihnen aber anders gekommen. Eva ist weiterhin in ihrem Körper. Sie ist dort gefangen, sie kann sich nicht rühren, sie kann nichts sagen und vor allen Dingen müssen sie das Ganze geheim halten, weil es gilt als gefährlich, dass zwei Seelen halt eben in einem Körper leben und würde die Regierung das jetzt sozusagen rausfinden, dann würden sie geschnappt werden und man würde versuchen, Eva aus Eddies Körper halt eben ja, zu entfernen. Das ist im Prinzip das, worum es geht und so versuchen sie halt eben ein Leben zu fristen, das normal ist im Prinzip, also für den Rest der Welt, denn vor den sogenannten Hybriden fürchten sich alle, also sie gelten als sehr, sehr gefährlich, sie gelten teilweise als wahnsinnig, dadurch, dass, ja, dass zwei Seelen im Prinzip in einem Körper bestehen, gegeneinander kämpfen und ja, häufig sind sie halt eben dadurch wahnsinnig geworden oder aggressiv oder beides. Und ja, sie versuchen jetzt halt eben geheim zu halten, dass Eva halt eben noch da ist, sogar für ihren Eltern. Als sie jetzt aber herausfinden, dass es tatsächlich vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, dass Eva auch nochmal hervorkommen kann, dass sie auch noch den Körper steuern könnte, da setzen sie sozusagen alles auf eine Karte und ja, stürzen sich in diese Idee. Und stürzen sich in dieses Abenteuer, dass Eva halt die Kontrolle tatsächlich wieder übernehmen könnte. Dieses hier ist auch wieder ein Auftakt, wie gesagt, einer Trilogie. Das Ganze ist trotzdem irgendwie abgeschlossen und ja, natürlich hat es andererseits ein offenes Ende. Es hat aber nicht wieder so einen krassen Cliffhanger, dass man unbedingt jetzt sofort den zweiten Teil lesen muss, aber es interessiert mich auf jeden Fall, wie es da weitergeht mit Eddie und Eva. Das Ganze war sehr, sehr spannend geschrieben, auch wieder ein sehr guter Schreibstil, der sehr schnell zu lesen war. Wenn man jetzt hier aber auch mal sieht, irgendwie finde ich, sind die Seitenränder recht groß, die Schrift ist recht groß und so dass mir das gar nicht so vorkam, als wäre jetzt so viel Text auf der Seite. Trotz über 400 Seiten habe ich das Ganze relativ schnell gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Charaktere fand ich sehr spannend. Besonders hat mir natürlich Eva gefallen. Irgendwie ist es ja aus ihrer Sicht geschrieben. Und ja, man kann sich so richtig in sie hineinfühlen. Sie ist gefangen in diesem Körper. Sie möchte unbedingt eigentlich auch mal ihren Eltern etwas sagen. Sie möchte ihrem Bruder durchs Haar streichen. Sie möchte, ja, sie möchte ihre Meinung kundtun. Sie möchte auch die Welt mit ihren Augen erkunden und ist halt eben gefangen in dem Körper von Eddie. Und
Ja, das ist eigentlich schon traurig zu beobachten, aber trotzdem ist sie mir die sympathischere der Schwestern, weil Eddie, natürlich hätte es im Prinzip so sein müssen, dass sie tatsächlich den Körper alleine bewohnt, wenn das so nach der Regierung gehen würde. Und sie ist halt niemals alleine, aber es kommt mir halt eben so vor, als würde sie sich halt irgendwie manchmal wünschen, alleine zu sein. Ich glaube, dass es im Prinzip eigentlich nicht so ist, aber und dass sie sich halt eben auch im Endeffekt dazu durchringt, Eva halt eben zu helfen. Das zeigt ja auch, dass sie ihrer Schwester nur das Beste wünscht. Aber ja, ich denke mal, es ist halt eben für beide schwer. Sie teilen sich diesen Körper und für Eddie diese Veränderung in Eva jetzt halt auch zu akzeptieren, dass sie tatsächlich irgendwie dann selber ja die Kontrolle wieder verlieren könnte, ist natürlich schwer für sie zu verstehen, hart damit umzugehen, das zu akzeptieren. Und von dem her ist natürlich ihr Verhalten eigentlich schon ja, nachzuvollziehen. Und das Ganze wirkte auf mich halt eben auch glaubhaft. Also diese Gefühlswelt der beiden, also die Gefühlswelt von Eddie, die Gefühlswelt von Eva, es war für mich alles beides sehr nachvollziehbar. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist so, dass sie halt im Verlauf des Buches noch mehrere andere Hybriden kennenlernen und das halt eben nicht so ist, wie sie von Kind an auf geglaubt haben. Dass einige Sachen halt eben, ja, nicht so sind, wie sie zu sein scheinen. Und das Ganze halt eben so Schritt für Schritt mit ihnen beiden zusammen rauszufinden, war sehr, sehr spannend. Das hat mir echt gefallen. Das fand ich auch, ich fand es auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Diese, ja, zwei Seelen in einem Körper, eine dominante, eine rezessive, eine verschwindet irgendwann. Und warum das Ganze eigentlich so ist, das fand ich echt sehr interessant. Hat mir Spaß gemacht, das Ganze zu lesen und Es gibt in dieser Geschichte eine zarte Liebesgeschichte, die sich am Ende so leicht entwickelt. Meiner Meinung nach hätte die ruhig ein bisschen ausgeprägter sein können, wobei das natürlich auch wieder schwierig ist, ne? Also da sind halt eben immer noch zwei Seelen in einem Körper und vielleicht mag die andere denjenigen, in den sie halt eben die andere halt eben verliebt ist, gar nicht so besonders. Und da ist es natürlich schwierig, ja, dass der eine halt mit diesemjenigen zusammen ist oder Zeit mit ihm verbringt, wenn der andere sie halt nicht unbedingt mag. Zumal man ja dann auch nie Privatsphäre hat, wenn man halt eigentlich zu zweit in einem Körper ist. Ich hoffe trotzdem, dass im zweiten Teil diese Liebesgeschichte ausgebaut wird, dass sie sich ein bisschen vertieft, dass sie es irgendwie eine Möglichkeit geben kann, dass, ja, dass sie halt eben zusammen sind. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und obwohl das Ganze ja jetzt eigentlich ja recht abgeschlossenes Ende hat, wobei man natürlich weiß, es muss eigentlich weitergehen, um Evas und Eddies Interessen zu vertreten, dass sie halt eben überhaupt an ihr Ziel kommen, ist es aber trotzdem, wie gesagt, nicht so, dass man jetzt sofort unbedingt weiterlesen muss. Man weiß, es geht irgendwann weiter, man möchte dieses Buch auch auf jeden Fall irgendwann weiterlesen, aber es muss halt jetzt nicht im Anschluss sein, es hat nicht so einen total fiesen Cliffhanger. Das ist schon mal ganz gut, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut daran, denn es ist doch furchtbar, wenn ich dieses Buch jetzt hier hätte und ich müsste jetzt unbedingt weiterlesen und ich, ja, hätte den nächsten Teil nicht hier, aber so ist es ja nicht. Ich bin trotzdem gespannt, wie es dann irgendwann hiermit weitergehen wird. Es ist eine, wie gesagt, ein interessantes Thema und eine interessante Story. Es ist echt von Anfang bis Ende, es ist spannend und man fragt sich die ganze Zeit, was das Ganze irgendwie auf sich hat, ja, mit dieser Hybrid-Sache, mit, ob die Regierung da tatsächlich, ja, Recht hat, diese zu jagen, ob die tatsächlich so gefährlich sind oder, was das Ganze halt eben auf sich hat, aber das Ganze müsst ihr halt eben selber lesen und es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wirklich ein gutes Buch und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Habt ihr das Ganze schon gelesen? Kennt ihr vielleicht den zweiten Teil? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Von diesem sowie auch von dem nächsten Teil? Geht es da spannend weiter oder ist es nicht so lesenswert? Sagt mir eure Meinung dazu, da freue ich mich auf jeden Fall drüber und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank natürlich auch fürs Voten dieses Buches. Es hat mir echt gefallen. Danke. Tschüss.